bekommen pensionierte Beamte auch die 300 Euro Energiepreispauschale. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Herr Knöppel, ich beziehe eine gesetzliche Altersrente und werde die Energiepreispauschale von 300 Euro nicht erhalten. Pensionierte Beamte hingegen sollen die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten. Das ist ein Skandal, wenn das so stimmen sollte. Wenn es wirklich so wäre, dass der Ruhestandsbeamte die Energiepreispauschale bekommt, werde ich klagen. So ein Sachverhalt, den wir zu diesem Thema erhalten haben. Lieber Kunde, ich kann Sie in der Tat beruhigen. Nach meiner Rechtsauffassung werden pensionierte Beamte die Energiepreispauschale grundsätzlich dann nicht erhalten, wenn sie am 01.09.2022 schon im Ruhestand sind. Wer aber als Beamter erst nach dem 01.09.2022 in den Ruhestand verabschiedet wird, hat nach dem Wortlaut der Formulierungshilfe der Bundesregierung zur Änderung des Steuerentlastungsgesetzes 2022 Anspruch auf diese Energiepreispauschale. Das wäre aber völlig in Ordnung, weil diese Formulierungshilfe ganz klar sagt, wenn ein Beamter in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis am 01.09.2022 steht, er Anspruch auf diese Energiepreispauschale hat. Wie eingangs erwähnt, wird die Pension eines Beamten als Ruhestandsgehalt steuerlich wie Arbeitslohn betrachtet. Daher kann man natürlich schnell darauf kommen, dass pensionierte Beamte die Energiepreispauschale bekommen müssten. Aber es gibt einen ganz einfachen, simplen Grund, warum das nicht der Fall ist. Und zwar immer dann, wenn der pensionierte Beamte vor dem 01.09.2022 schon im Ruhestand war, liegt bei ihm kein laufendes gegenwärtiges Dienstverhältnis mehr vor. Bei Pensionären, die im Ruhestand sind, liegt zum Beispiel nach § 30 Bundesbeamtengesetz kein laufendes Dienstverhältnis mehr vor, sondern der Beamte hat mit dem Einstieg in den Ruhestand sein aktives, laufendes Dienstverhältnis beendet. Mit dem Beginn des Ruhestands entsteht ein sogenanntes Ruhestandsverhältnis zum Dienstherrn, welches aber nichts mehr mit dem aktiven Dienstverhältnis zu tun hat. Daher werden die meisten Beamten, die am 01.09.2022, das ist der entscheidende Stichtag, eine Pension aus dem vergangenen Dienstverhältnis erhalten, keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale haben, weil kein gegenwärtiges Dienstverhältnis im Sinne des Beamtenrechts und der gesetzlichen Regelung zur Energiepreispauschale besteht. Selbstverständlich können aber auch Pensionäre, die verbeamtet waren, Anspruch auf die Energiepreispauschale haben, aber nur dann, wenn sie am 01.09.2022 neben der Pension entweder aus einem Arbeitsverhältnis, lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn oder aus einem pauschal versteuerten Minijobgehalt Leistung beziehen. Ich denke, einen von Ihnen befürchteten Skandal wird es nicht geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.